Als Historiker, der sich sowohl mit dem Holocaust, mit Antisemitismus und jüdischer Geschichte, aber auch mit Fragen von Erinnerungskultur und Geschichtspolitik beschäftigt und sich in den vergangenen Jahren verstärkt Themen von Migration und Diversität zugewendet hat, habe ich das Gespräch von Moshtari Hilal und Sintushan Bharadaraja über Nazi-Erbe, Kapital und Rassismus in Deutschland mit großem Interesse verfolgt. Von einer in Routine und Ritual erstarrten Erinnerungskultur hebt sich ihr Zugang geradezu wohltuend ab. Sie nehmen das Thema ernst, man merkt, dass es Ihnen ein Anliegen ist. Allerdings sprechen Sie auf ungewohnte Art und Weise darüber, was offenbar viele als Provokation empfinden. Das deutsche Feuilleton ist dementsprechend voller Vorwürfe und Missverständnisse gewesen. Warum soll man nicht über den queer-feministischen Buchladen von Emilia von Senger in Berlin reden, neben Balsen, BMW, Stoschek und so weiter? Und natürlich ist wohl nicht jedem, der nicht einen Nazi-Hintergrund hat, unmittelbar einleuchtend, wieso ein General, der Hitlers Krieg geführt hat, kein Nazi gewesen sein soll. Gleichzeitig kann es kaum ernsthaft überraschen, dass sich Menschen heute im Internet mit Informationen versorgen. Man würde sich aber wünschen, dass immer auf so hohem Niveau und so leidenschaftlich über diese Themen geredet wird. Und dass Menschen sich auch fragen, was diese Themen mit ihrer Gegenwart, ihrem Alltag und ihrem unmittelbaren Umfeld zu tun haben. Und kann man den beiden wirklich vorwerfen, Identitätspolitik und pauschale Zuschreibungen in die Erinnerungskultur eingeführt zu haben? Sind diese nicht von allem Anfang an ein integraler Bestandteil davon, auch wenn vielleicht nicht so benannt? Warum ist die deutsche Gesellschaft so überrascht, dass man über den Begriff Nazi-Hintergrund diskutiert? Warum gilt das als Volksverletzung, wenn ein Viertel der Menschen, die im Land leben, ständig ganz selbstverständlich als Menschen mit Migrationshintergrund klassifiziert wird? Und das über mehrere Generationen hinweg. Und das auch noch für eine gute Tat gehalten wird, weil man damit andere Begriffe vermeidet. Man im Übrigen aber nicht nur über 20 Millionen Menschen so für die Statistik kennzeichnet, sondern sie auch ständig spüren lässt, dass sie nicht richtig dazugehören, selbst wenn sie vielleicht bereits in Deutschland geboren wurden und die Staatsbürgerschaft besitzen. Und weil im Video auch nebenbei der Begriff des Genozidhintergrunds fiel, der Verwunderung und Empörung auslöste, hat es irgendjemand noch nicht verstanden, dass der Holocaust ein Genozid war und wir dementsprechend in Deutschland und Österreich und Europa in einem postgenozidalen Kontext leben? Wie ist es möglich, dass dieser Begriff überrascht und als unangemessen eingestuft wird? Beharrte man in Deutschland nicht gerade noch in einer anderen Debatte darauf, dass der Holocaust absolut singulär und das schlimmste Verbrechen in der gesamten Menschheitsgeschichte ist, das mit nichts anderem verglichen werden darf? Gemeinsam mit der Debatte um den kamerunischen Historiker Achille Mbembe und die deutsche Übersetzung des Buches Multidirectional Memory des US-amerikanischen Literaturwissenschaftlers Michael Rothberg zeigt die Aufregung um den Begriff Nazi-Hintergrund, wo die Schwachstellen der deutschen Erinnerungskultur liegen. Was die deutsche Gesellschaft nicht aushält, ist, wenn andere, die nicht als Deutsche akzeptiert und nicht Juden sind, sich über die Geschichte des Holocaust und Holocaust-Erinnerung äußern. Wenn sich Migrantinnen dieser Generation ganz selbstverständlich mit deutscher Geschichte beschäftigen und dabei auch durchaus unangenehme Fragen stellen. Und wenn die deutsche Erinnerungskultur als eine lineare Erfolgsgeschichte in Frage gestellt wird. Dabei spricht derzeit wirklich nicht viel dafür, dass sie eine Erfolgsgeschichte ist. Antisemitismus ist im Steigen begriffen, Rassismus ist omnipräsent, die Demokratieskepsis wächst, Rechtspopulisten haben Zulauf, Menschenrechte zählen nicht viel. Und jede Umfrage zeigt neuerlich, dass noch nicht einmal Kenntnisse über Sachverhalte und Zusammenhänge zur Geschichte des Nationalsozialismus und Holocaust vorhanden sind. Wo wären also die Erfolge der Erinnerungskultur zu vermelden? Außer dass sie dazu dient, die Normalität Deutschlands zu belegen und einzufordern und moralisch überlegen gegenüber dem Rest der Welt aufzutreten, während bitte der Rest der Welt sich aber nicht in die deutsche Erinnerungskultur einmischen soll. Angesichts der alltäglichen Diversität der deutschen Gesellschaft werden wir uns darauf einzustellen haben, dass sich immer mehr Menschen ganz selbstverständlich zu diesen Themen äußern, auch wenn sie vielleicht keine unmittelbare familiäre Beziehung zu ihnen haben. Oder vielleicht haben sie auch eine, die uns nur noch nicht bekannt ist. Außerdem ist der Holocaust als globales Referenzereignis etabliert. Dementsprechend können sich auch alle Menschen dazu äußern. Die frühere deutsche Logik, wer nicht dabei gewesen ist, kann auch nicht mitreden, funktioniert nicht mehr. Bedauerlicherweise ist die deutsche Erinnerungskultur trotz der Globalisierung der Holocaust-Erinnerung eine geschlossene Veranstaltung geworden, selbstgenügsam und selbstgefällig und in keinster Weise fähig zur Selbstreflexion. Und nein, es ist für Hilal und Bharadaraja
in ihren braunen Pullovern, die sie sich extra für die Diskussion angezogen haben, wie sie vermerken, eben nicht dasselbe Deutsch und Nazi zu sein. Darum führen sie ja den Begriff Nazi-Hintergrund ein. Sie befreien die Kollektivzuschreibung des Deutschen von der Gleichsetzung mit der Kollektivzuschreibung Nazi, mit der die Opfer ja immer noch einmal ausgegrenzt wurden. Hier wird klargestellt, es gibt eben die Deutschen mit Nazi-Hintergrund und die Deutschen ohne. Und das können alte und neue Deutsche sein. Als Deutscher mit Nazi-Hintergrund lebe und arbeite ich mittlerweile 25 Jahre in Österreich. Ich frage mich natürlich die ganze Zeit, wann wir hier über diesen Begriff zu diskutieren beginnen werden. Österreicherinnen mit und ohne Nazi-Hintergrund.